Stars und Sternchen exklusiv zu Gast bei Weekend Deluxe. Heute. Also ihr Lieben, heute zu Gast hier in der Sendung Weekend Deluxe. Hallo, hier ist die Heike von der Band Reininghaus. Deinem Radio, hier sind die Stars zu Hause. Das Deinem Radio Interview. So, ihr Lieben, heute hier in der Sendung Weekend Deluxe wieder mein musikalischer Gast hier und ich kurz ein paar Eckdaten. Die Band nennt sich erstmal Reininghaus, ist eine Gruppe, die macht Deutsch-Rock-Pop und ist aus dem schönen Städtchen Bad Nauheim im Hessen. Ich sage einen wunderschönen guten Tag zu dir, liebe Heike. Hallo Mike, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, dass du den Weg geschafft hast und dass du es auch zeitlich hinbekommst. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir heute am Sonntag? Super gut, es war kein Stau und ich habe eine spontane Idee gehabt und damit jeder weiß, wie der Name auch richtig geschrieben wird, würde ich dir gerne eine CD zukommen lassen, dann steht dein Name richtig drauf, das ist unsere aktuelle CD-Lizenz zum Leben und die könnt ihr vielleicht verschenken. Boah, das wäre natürlich klasse. Das heißt, du würdest quasi eine CD zum Verlosen uns überlassen und irgendeinen Hörer glücklich machen, der das Interview jetzt hört, ja? Ich mache immer gerne Menschen glücklich. Okay, pass auf. Was wollen wir als Aufgabe stellen? Die Leute sollen sich da auch ein bisschen Mühe geben. Was wollen wir machen? Hast du eine Idee? Habe ich eine Idee? Ja, vielleicht hat der eine oder andere ja sich behalten können, woher wir kommen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, die Gewinnspielfrage um diese CD jetzt hier in der Zeit des Interviews wäre, na, die Gruppe Reininghaus. Aus welchen schönen Städtchen ist es? Ich gebe mal als Tipp Hessen. Mehr müssen die anderen Leute selber rausfinden. Ist das okay? Ist okay, ich verrate auch nicht. Okay, gut Heike, da haben wir das erstmal abgehakt. Vielen Dank dafür erstmal, dass du da so eine kleine Überraschung schon mal mitgebracht hast. Wir kommen mal zu euch. Ihr seid ja nur eine Gruppe, die Musik macht. Ich habe es gerade gesagt, Deutsch-Rock-Pop, ja? Ja. Und was bei dir noch einzigartig ist, du bist ja die Sängerin der Gruppe, ihr tut die Songs auch selber schreiben, also du speziell, ne? Ich schreibe die Songs, ich bereite die Musik vor, ich bereite die Gesangsmelodie vor, dann kommen die zum Keyboarder, der darf das dann ein bisschen verfeinern mit schönen Harmonien. Damit gehen wir dann in den Proberaum zu den anderen Jungs und jeder darf kreativ tätig werden und die Songs mit ausarbeiten. Du hast ja mal zu deinen Anfangszeiten so kommt deine Gesangsausbildung bei Annika Klar gemacht, ne? Die hat ja auch für Michael Jackson und auch für Mariah Carey den Chor mitgewirkt, ne? Ja, bei Meat Love war die dabei, ja. Also die hat schon, Chris Real war sie dabei, also die hat schon enorme Erfahrung gehabt, ja. Und da durfte ich lernen. Wann war das gewesen? Wann hast du die Gesangsausbildung gemacht speziell? Welches Jahr? Das muss Ende der 90er Jahre gewesen sein. So lange schon? Also gibt es schon etliche Jahre jetzt, ja? Ich habe schon mein ganzes Leben eigentlich Musik gemacht und wollte das aber dann ein bisschen professioneller machen und bin dann auch anfangs alleine on Tour gewesen, nur mit meiner Gitarre, bis ich dann die richtigen Musiker an meiner Seite hatte. Das braucht immer ein bisschen Zeit und da muss man auch ein glückliches Händchen für haben. Gibt's für dich eine Künstlerin oder einen Künstler, der dich so ein bisschen fasziniert oder vielleicht als Vorbild ist sogar dient? Naja, man trifft immer wieder in seinem Leben auf Künstler, wo man sagt, boah, klasse, so, das möchte ich auch machen oder das gefällt mir. Man sollte sich von jedem das mitnehmen oder rausnehmen, was für einen entsprechend gut ist. Pass auf, um dass wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen können, würde ich sagen, spielen wir jetzt einen Song von dir. Hast du eine Idee oder würdest du mir vorschlagen, welchen wollen wir zuerst spielen, um mal die Leute zeigen, was ihr so Schönes macht? Ich würde vorschlagen, da die CD Lizenz zum Leben heißt, wäre vielleicht auch das Lied Lizenz zum Leben das Richtige. Alles klar, dann tun wir den uns jetzt mal anhören und danach unterhalten wir uns mal darüber, okay? Alles klar. Du bleibst dabei in der Leitung und ihr Lieben, jetzt hört ihr mal den Song. So, da sind wir wieder. Heike, bist du auch noch da? Ich bin noch da. Da war dein Song gewesen. Also, ich hatte dir das ja im Vorgespräch schon mal gesagt, deine Stimme, die finde ich schon sehr interessant, also wirklich gut. Mich hat das erinnert an die leider schon verstorbene Künstlerin Tamara Danz, so ein bisschen diese kräftige, rauchige Stimme. Ja gut, man kann versuchen, das mit anderen zu vergleichen. Ich finde es immer sehr wichtig,
wenn jeder Künstler bei sich selber bleibt und sich selber verkörpern kann. Und das tue ich auch. Ich verstelle meine Stimme nicht beim Singen, sondern ich singe so, wie ich auch fühle und wie ich es ausdrücken will. Wie ist denn jetzt rein dieser Song entstanden, den wir gerade gehört haben? Oder was drückt er genau aus? Jemand, der euch vielleicht noch gar nicht kennt. Naja, dem jemand muss ich dann sagen, wir sind nicht mehr ganz so jung. Wir sind vielleicht eine mit der ältesten Newcomer-Bands. Aber jeder hat ja ein Stück weit Leben schon auch hinter sich. Und in diesem Leben muss man ja immer seinen Mann oder beziehungsweise seine Frau stehen. Und er wirkt dadurch in meinen Augen auch eine gewisse Lizenz, um sein Leben zu gestalten. Und für mich ist halt ganz wichtig, dass jeder Mensch auf dieser Welt diese Lizenz hat. Gibt es da einen speziellen Grund? Hast du mit irgendwas eine negative Erfahrung gemacht? Ja. Magst du da vielleicht was erzählen wollen darüber? Das würde zu weit reichen, weil ich bin ja jetzt schließlich das dritte Mal verheiratet. Also ich weiß nicht, wie lange Zeit du hast, aber... Wir haben Zeit. Sehr weit für. Du kannst ja vielleicht, wenn du magst, wenn du jetzt darüber nie reden willst, ist das für mich auch okay. Aber wenn du sagst, so einen kurzen Satz vielleicht, um welches Thema sich das vielleicht dreht, dass man sich da zumindest ein kleines Bildchen vorstellen kann. Ich möchte es mal so allgemein ausdrücken. In jedem Leben gibt es ja Höhen und Tiefen. Und wenn man aus diesen Löchern, aus diesen Tiefen wieder rauskommt und fühlt sich hinterher um einiges gestärkt, dann hat man eine Lizenz erworben. Okay, da kann man sich jetzt dann doch was drunter vorstellen. Da gehen wir mal ein Stückchen von dem Thema jetzt auch weg. Wir wollen da jetzt ja auch nicht irgendwo unnötigerweise in irgendeiner Wunde rumbohren. Ne? Du hast ja bereits gesagt, das dritte Mal glücklich verheiratet. Das ist ja schon mal. Dann hast du ja zumindest die Lizenz, wie du so schön selber gesagt hast, gerade wieder erworben, ne? Habe ich erworben. Ich bin auch zweimal glücklich geschieden. Ja? Hast du auch schon Kinder eigentlich? Ist da schon... Ja, auch das. Wie viele hast du? In welchem Alter? Ich habe eine Tochter. Wie alt? Ist auch knapp über 18, würde ich mal sagen. Oh, yeah. Also auch schon aus dem Gröbsten raus. Nein, da kommen irgendwie die Kinder nie so wirklich raus, habe ich das Gefühl. Lieber, die ändern sich nie. Ja, das ist... Aber Kinder, ne, bleiben halt Kinder. Herbert Grönemeyer hatte diesen Song. War das Grönemeyer? Ich jetzt was Falsches sage. Kinder an die Macht. Ja, das war Grönemeyer, ne? Ja. Der hat diesen wunderschönen Song da gemacht. Also auch einer der Künstler, von denen ich mir auch einiges abgeguckt habe. Nicht unbedingt gesanglich, aber textlich hat er schon viele tolle Sachen gemacht. Okay, pass auf, wir machen jetzt an der Stelle noch mal einen Song von euch, so ein bisschen noch mal zum Kennenlernen und dann habe ich noch eine Frage an euch, okay? Alles klar. Kurz entspannen, hier kommt er. Welchen Song wollen wir jetzt spielen? Schlag mal einen vor. Ich schlag mal einen vor, ja, ich schlage jetzt einen vor, der mir sehr am Herzen liegen würde und sehr aktuell ist eigentlich. Ja. Du fühlst doch auch. Den hatte ich gerade so auf dem Zettel. Das habe ich mir gedacht, der jetzt kommen wird. Dann machen wir das. Du fühlst es doch auch von der Gruppe Rhein-Ning-Haus. Hier könnt ihr ihn mal hören. So, ihr Lieben, da lief er, der Song, du fühlst es doch auch. Theoretisch könnte man, wenn man den Song jetzt so gehört hat, schon eigentlich an dem Vorgespräch weitermachen. Ne? Du fühlst es doch auch schon wieder so ein Song, der irgendwo aus dem Leben gegriffen ist. Ja, ich schreibe die Lieder ja auch aus meinem Leben. Ja. Wobei ich zu diesem Titel dazu sagen möchte, der ist nicht nur von mir allein entstanden, sondern den hat Volker Kaczmarczyk, der früher in der Band Panterei und dann später Karat gespielt hat, mir zugetragen und hat gemeint, mach da mal ein Rhein-Ning-Haus-Lied raus, was wir dann auch gemacht haben. Und jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja vorhin selber gerade gesagt, ihr seht euch als Newcomer-Band. Das heißt im Prinzip, ihr habt zwar jetzt schon viele Jahre Musik gemacht, aber durch diesen richtigen großen Durchbruch, da ist es bis jetzt noch nicht so richtig hingekommen. Wir arbeiten dran und wir haben auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich komme jetzt mal zum Titel, den es noch so gar nicht gibt. Das wird die nächste Produktion jetzt werden. Wir gehen jetzt bald wieder ins Studio. Mhm. Der Titel heißt Wir fangen wieder an. Und das kann man eigentlich als unser Programm bezeichnen. Ja, also im Prinzip so eine kleine Vorausschau, wie es weitergehen würde.
Ah, sehr interessant. Also im Prinzip ist es so, dass du eigentlich, wenn man die Texte so sieht, oder die Liedtexte siehst, ist ja eigentlich so wirklich, ihr nehmt jetzt nie, ich nehme jetzt mal als Beispiel Sarah Connor, die ja jetzt auch seit letztem Jahr wieder diese deutsche Musik für sich empfunden hat, ja. Sie nimmt es ja auch so ein bisschen gefühlstechnisch hin, aber sie hat diesen Pop-Bereich für sich entschieden. Bei euch ist es ja wirklich sehr gesplittet, ne? Also ihr habt jetzt nie eine spezielle Musikrichtung, sondern es geht schon in mehrere, ne? Ist das beabsichtigt oder sucht ihr eure richtige Richtung gerade noch raus? Nein, also das ist absolut beabsichtigt. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir machen alle schon seit vielen, vielen Jahren Musik. Jeder kommt aus einer anderen Richtung. Mhm. Und jeder bringt ja seinen Part mit ein in meine Musik. Und außerdem schreibe ich ja auch die Texte aus meiner Gefühlslage heraus. Ja. Und man hat ja nicht jeden Tag, dass man Hochstimmung hat oder dass man jeden Tag depressiv ist oder wie auch immer. Ich will nicht sagen, dass ich depressive Musik mache, aber manchmal hat man ja auch mal stille Stunden und so entstehen halt auch die Lieder aus dieser Gefühlswelt heraus. Das Schöne ist ja auch, dass man ja mit Musik Leute unterhält. Ich selber als Moderator weiß das ja, auch für mich privat, ne, wenn ich zu Hause bin und sag mal Gefühlsschwankungen habe, ob ich schlechte Laune habe oder ich bin traurig oder ich bin glücklich. Musik kann einen lenken. Ne? Wenn da Musik läuft, was ich mag, ne, und mitsingen kann, dann bringt er mich auf Vordermann. Wenn da aber Musik läuft, die mich vielleicht nach unten zieht, dann, ne, also daran sieht man wieder, Musik lenkt einem schon so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch schön. Es lenkt einen und es ist wirklich in jedem Land verständlich, weil einfach die Musik für sich schon spricht. Da muss man manchmal nicht unbedingt den Text noch zuhören oder verstehen. Mhm. Natürlich ist es mir schon wichtig, dass man bei mir auf die Texte achtet, aber auch die Musik an sich drückt eigentlich den Inhalt schon aus. Sarah Connor hat ja, wenn wir da nochmal kurz hingehen, letztes Jahr, die war auch im Interview ganz kurz gewesen bei mir, sie hat ja diesen ihr Album genannt gehabt, Muttersprache, ne? Auch ganz mit Absicht. Das ist ja bei euch auch so, ihr macht ja deutsche Musik, ne? Ja, wir machen deutsche Musik, weil ich mich einfach in Deutsch am besten ausdrücken kann. Und es reicht ja erstmal, wenn man die ganzen deutschsprachigen Menschen ansprechen würde. Wenn man dann das Gefühl hat, es könnte noch mehr draus werden, dann kann man das ja immer noch auf Italienisch oder was man auch immer. Ich hab gerade eine Idee. Wir spielen jetzt mal den Song, worauf ich stehe. Und dann reden wir mal noch weiter, okay? Okay. So, jetzt mussten wir, weil die Zeit wieder gedrängt hat, das Ganze schnell übergängen machen. Okay. Jetzt hat man ja diesen schönen Song gehört, worauf ich stehe. Wieder ein Deutscher, du warst ja gerade in dem Gespräch hängen geblieben. Wie ist es zu dem Song gekommen wiederum? Ja, sagt ja, worauf ich stehe. Im Prinzip kann man, wenn man euch näher kennenlernen will und vielleicht die Frage sich stellt, worauf steht ihr denn? Sich den Song anhören, reicht das? Fragezeichen? Nein, das reicht nicht. Das deckt einen ganz kleinen Bereich nur ab. Wenn du durch die Stadt gehst und du siehst die Menschen, egal ob alt, ob jung, ob an der Bushaltestelle oder wo auch immer, jeder hat dieses kleine schwarze Kästchen am Ohr oder in den Händen und starrt da drauf und sieht gar nicht mehr, wie schön jetzt die Blumen anfangen. Mhm. Das stimmt, gerade jetzt hier im Frühling, ne? Ja, und das ist eigentlich so der Inhalt, dass man vielleicht das gute Mittelmaß finden sollte, bei allem. Mhm. Ihr habt ja schon einen relativ großen Fankreis mittlerweile gewonnen oder zu euch hinbringen können. Was sind denn eure Ziele jetzt immer noch? Wir sind ja jetzt immer noch im Jahr 2016. Gibt es da schon primäre Ziele, die ihr dieses Jahr noch anstrebt, um zu sagen, ihr wollt auf eine große Tournee gehen oder habt ihr irgendwas Spezielles vor, worauf die Fans sich vielleicht freuen können oder neugierig sind? Ja, das ist vieles noch in Arbeit, aber was jetzt ganz aktuell ist, ist die Produktion von der nächsten Single-Auskopplung. Also da sind wir schon so gut wie im Studio, um das dann fertig aufzunehmen. Mhm. Da freue ich mich besonders drauf, weil das wird ein Duett werden. Sehr interessant, denke ich mal. Da wird der Volker mit mir zusammen das Ganze singen. Das ist also Fakt. Andere Dinge sind noch in Planung. Da warten wir noch auf ganz wichtige Zusagen. Wir haben im Dezember letzten Jahres ein großes Event gespielt. Das hieß Toleranz auf dem Vulkan, wo es halt auch um Themen geht, die
momentan ja jeden ein bisschen drücken. Und da wollen wir dieses Jahr dran anknüpfen und weiterarbeiten. Okay, also das heißt im Prinzip, ihr habt schon Planungen da, aber große Projekte darüber könnt ihr noch nicht reden. So was da können wir noch nicht drüber reden, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber wir werden trotzdem weiterarbeiten und wir freuen uns natürlich, wenn Leute uns buchen möchten. Wir kommen gern. Das wollte ich gerade fragen. Also erstmal für alle die, die vielleicht jetzt sagen oder von euch noch nichts gehört haben und fragen, wer sind die Leute eigentlich oder was ist das für eine Band? Da gibt es eine sehr interessante Webseite und zwar reininghaus-band.de und da kann man ganz viel über euch erfahren, euch sehen, ja, genau. Belesen. Da werden dann auch demnächst die nächsten Termine vorne gleich auf der ersten Seite erscheinen. Genau. Wir machen jetzt erstmal an der Stelle nochmal eine kurze Pause. Und dann haben wir noch ein paar Fragen bezüglich auch eurer Band, weil ihr habt ja nur, die Band besteht ja nicht bloß als dir, du bist die Sängerin, sondern habt ja noch mehr Kollegen bei euch. Und darüber unterhalten wir uns jetzt gleich nach dem nächsten Song. So, liebe Heike, du bist noch da? Ich bin noch da, ich brauche nur gerade noch einen Schluck Kaffee. Mach das, wir haben Zeit, alles gut. So, gut. So, hat sie den Kaffee zum Stärken jetzt zu sich geholt? Ja, das ist so mein Lebenselixier. Ja, ich sitze auch hier in der Sendung mit Kaffee da. Brauchen wir auch ein bisschen, weil Kaffee tut eben doch schon ein bisschen aufbauen, ne? So, wir hatten ja gerade eben, bevor wir in die Pause gegangen sind, gesagt, wir wollen uns mal auch über deine Kollegen unterhalten. Du bist jetzt die Sängerin. Würdest du dich als Chefin der Band betrachten? In dem Falle ja. Ja. Ganz gern. Du hast ja im Prinzip 5 Männer um dich rum, ne? Ja. Du bist quasi der Hahn, nee, die Henne im Korb, so rum, der Hahn. 4 Männer habe ich, das reicht erstmal. 4, weil auf der Webseite sind 5er, so ist das. Naja. Ein mehr oder weniger. Okay, also ihr habt einen Gitarristen, Keyboarder, Schlagzeuger, noch einen Gitarristen und einen Bassist. So steht es zumindest auf eurer Webseite. Ja, momentan haben wir nur einen Gitarristen, ja. Aber wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie es wieder hinkommt. Okay, gibt es irgendwas, wo du sagst zu den Kollegen, gibt es was Interessantes zu erzählen von irgendjemandem, den wir gerade genannt haben? Interessant sind alle Männer, die um mich rum sind. Ja. Es hat jeder ganz spezielle Eigenheiten und die schätze ich sehr. Aha. Künstlerisch gesehen hat auch jeder seine Erfahrungen gemacht. Die größten Erfahrungen hat natürlich der Volker gemacht, weil er halt auch schon ja, sehr bekannt ist und einiges hinter sich hat. Inwiefern bekannt? Wo hat er denn schon mitgespielt? Ja, er kommt aus der ehemaligen DDR und hat damals in den Bands unter anderem Panterei gespielt, was später dann Karat wurde und hat halt auch an dem schönen Lied über 7 Brücken mitgearbeitet. Ach was, schön. Okay. Ja. Ja, das kennt man ja, denke ich. Das können wir uns ja dann noch mal anhören. Aber Karat über 7 Brücken, das ist ja ein Hit bis heute. Ne? Also ja, den haben wir auch mit als i-Tüpfelchen mit übernommen, sozusagen. Ach so, den habt ihr auch noch mal quasi neu aufgenommen, ja? Aufgenommen nicht, aber bei unseren Live-Konzerten spielen wir es auch. Ach, okay. Das ist ja... jetzt muss ich noch mal eine Frage, die ich einfach anfangs schon vergessen hatte. Wie lange hast du eigentlich eine musikalische Gesangsausbildung gemacht? Wie lange geht denn das, wenn man vielleicht selber mal Sänger werden will? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt halt drauf an, ob man ganz bei Null anfängt und erstmal mit dem Instrument Stimme lernen muss, umzugehen. Mhm. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich eigentlich schon von Kindheit an immer gesungen habe und aus einer sehr musikalischen Familie komme. Bei mir kamen dann diese technischen Sachen, Atemtechnik und Ausdruck und solche Sachen dann halt mehr zum Zuge. So mit Korken im Mund singen und sowas halt. Das hat nicht immer Spaß gemacht, aber wenn man dann am Ende des Tages auch merkt, dass es eine Wirkung hat und dass die Leute einen besser verstehen können, dann zahlt sich das schon aus. Mhm. Wir machen jetzt nochmal eine kleine musikalische Pause und wir machen jetzt auch mal den Song, den du gerade schon mal angesprochen hast, Karat über 7 Brücken musst du gehen. Und danach hören wir uns nochmal so ein bisschen, noch so langsam zum Ende wieder. Hier nochmal der Hinweis, wir haben ja immer noch die CD, die uns die Heike zur Verfügung gestellt hat, die wir verlosen wollen. Ja, 2 Möglichkeiten. Einmal zum allerersten wollen wir wissen, aus welcher schönen Stadt in Hessen ist er.
Und zum anderen ganz einfach mitteilen, unsere Studio-Hotline unter der 030 61 09 3x die 0 13 46. Da sprecht ihr ganz einfach auf den Anrufbeantworter drauf, die richtige Lösung. Oder ganz einfach Studio-Mail deine-radio.de links oben abschicken und schon kriegen wir es ja live ins Studio. So, Heike, wir hören uns gleich wieder, ja? Okay, bis dann. So, da sind wir wieder. Heike, bist du immer noch schön am Kaffee schlürfen? Ich bin immer noch da und der Kaffee ist noch heiß. Der Kaffee ist noch heiß, trotz der langen Zeit schon. Liebe Heike, ich habe ja gesagt, wir müssen dann ja irgendwann mal zum Ende kommen. Ich habe immer so am Ende eines Interviews, was ich mache, dass ich den Raum einfach mal offen lasse, ohne eine Frage zu stellen. Jetzt hast du quasi mal die Möglichkeit, und ich weiß, du bist nicht drauf vorbereitet, aber einfach mal irgendwas zu erzählen, was dir vielleicht gerade auf dem Herzen liegt oder was Richtung deiner Fans oder was auch immer. Die Bühne ist für dich jetzt offen. Danke, Mike. Ich wollte erst mal Danke sagen, dass du mich jetzt so ins kalte Wasser wirfst. Aber natürlich hat man immer Dinge, die einem am Herzen liegen. Im Moment sind es Probleme, die eigentlich alle Menschen betreffen, und ich glaube, ich muss da auch noch mal ein Lied drüber schreiben, weil es beschäftigt mich einfach sehr, was momentan in Deutschland, in Europa und über diese Grenzen hinaus passiert, weil ich denke, irgendwann wird es mal Kinder geben, die fragen, was hast du denn damals gemacht und getan und gesagt? Und darüber, glaube ich, muss ich mal schreiben. Also hast du im Prinzip schon eine Tendenz gewonnen, wo du sagst, darüber mache ich jetzt ein Lied, um einfach mal deine Sicht der Dinge darzulegen, ja? Genau. Okay. Liebe Heike, das waren nochmal nette abschließende Worte. Mir bleibt an der Stelle auf jeden Fall zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir an diesem Sonntag zu reden. Und natürlich wünsche ich dir und auch deiner gesamten Band alles Gute, dass ihr vielleicht mal einen größeren Erfolg habt, aber zumindest, dass er so bleibt, wie er ist. Und ja, wenn es was Neues gibt, gerne bei mir melden, dann können wir uns gerne nochmal irgendwann in diesem Jahr hier sehen oder hören. Es war ein schöner Sonntag bei dir. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt. Und wie gesagt, ich hoffe, wir hören voneinander wieder. Und alle, die mehr über dich erfahren wollen, wo können sie dich erreichen? www.reininghaus-band.de. Und auf Facebook gibt es da auch eine Möglichkeit? Auch das. Da habe ich allerdings meine Fanseite und meine private Seite. Ja. Der Heike Reininghaus. Gut, also da können die Leute jetzt mal kräftig googeln, beziehungsweise auf Facebook mal eingeben. Und hoffentlich habt ihr vielleicht ein paar Fans mehr gewonnen hier aus unserem Publikum heute. Wird man uns freuen. Ja, das wäre prima. Ich denke schon, ich bin mir sicher. Ihr könnt auf jeden Fall gerne eure Meinung zukommen lassen unter den üblichen Wegen 030 61 09 3x die 0 13 46. Da ist der Anrufbeantworter für euch geschalten. Oder ihr macht das hier über unsere Studio-Mail deine-radio.de und sagt mir einfach mal eure Meinung, wie ihr das Gespräch mit der Heike empfunden hat und was euch die Musik vielleicht gebracht hat. Oder wo ihr einfach sagt, nee, es ist nie so das. Teilt einfach mal eure Meinung frei mit und ich lasse euch dann gerne das zukommen. Ja, Heike, ist das okay? Super, ich danke dir. Du bleibst bitte noch an der Leitung und ich möchte dich an der Stelle, wie ich schon gerade gesagt, alles Gute wünschen und hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, sagt deinen Kollegen, nette Grüße von hier, von uns, von deinem Radio. Richtig aus, danke. Schönen Sonntag dir noch. Ja, tschüss. Weekend Deluxe mit Mike Schmidt. Jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Nur bei deinem-radio.de.